2022 kommen ein Haufen neuer, superstarker Videospiele heraus. Den ersten Schwung haben wir euch schon im letzten Video vorgestellt. Jetzt folgt der zweite Teil unserer riesigen Blockbuster-Vorschau auf das nächste Jahr. Gotham Knights dreht sich um Batgirl, Nightwing, Robin und Red Hood, die mit einem von Kriminellen überrannten Gotham klarkommen müssen. Denn Batman hat das Zeitliche gesegnet, genauso wie Commissioner Gordon, was jeden Bösewicht im Umkreis dazu motiviert, zu versuchen, die Herrschaft Gothams an sich zu reißen. Die Stadt kann sowohl alleine als auch im Koop per Drop-in, Drop-out gerettet werden. Je nachdem, welche der Figuren wir wählen, stehen uns unterschiedliche Fähigkeiten zur Verfügung. Mit denen müssen wir uns unter anderem Mr. Freeze oder dem Rat der Eulen entgegenstellen. Ein großer Sorgenpunkt bei Gotham Knights ist jedoch das Ausrüstungssystem, das mit lootbaren Items zunächst viel zu sehr nach Marvel's Avengers klingt. Die Prämisse des Ego-Shooters Atomic Heart klingt wirklich spannend. In einer alternativen Sowjetunion im Jahre 1955, in der Internet, Hologramme und Roboter bereits erfunden wurden, werden wir ausgeschickt, um in einer Untergrundstation nach dem Rechten zu sehen, nachdem dort die Kommunikation ausgefallen ist. Kein gutes Zeichen. Wie sich herausstellt, haben im Bunker die Maschinen die Kontrolle übernommen. Ein Problem, das wir als Spezialagent jetzt lösen müssen. Und das, wo wir selbst auch nicht ganz fit sind. Das kann ja heiter werden. Der achte Teil der Forza Motorsport-Reihe ist ein Reboot der Serie und hat deswegen keine Zahl hinter dem Namen, sondern heißt einfach nur Forza Motorsport. Anders als die Horizon-Spiele ist Motorsport auf ein weitaus realistischeres Fahrgefühl angelegt und hat bedeutend weniger Arcade-Elemente. Hier treffen wir auf möglichst genau nachgebildete, berühmte Rennstrecken, vielseitig anpassbare Wagen und historische Rennen, die wir im Spiel nachstellen können. Viel ist vom Reboot zwar noch nicht bekannt, allerdings will Forza Motorsport 2022 unter anderem mit 4K-Auflösung, 60 FPS und Raytracing glänzen. Auch Shadow Warrior 3 fiel dem fiesen Verschiebungsjahr 2021 zum Opfer. 2022 soll der neue Teil, mit dem die Serie wieder zu ihren Wurzeln zurückkehrt, nun aber wirklich erscheinen. Uns erwartet eine reine Singleplayer-Kampagne mit handgebauter Umgebung und klarer Waffenprogression statt Loot- und Zufallslevel. Damit wollen die Entwickler wieder mehr direkte Kontrolle über ihre Spielwelt haben. In der verstecken sich auch allerlei Details und Fallen, die wir im Kampf gegen die fantasievoll gestalteten Gegner nutzen können. Außerdem wurde das Bewegungsrepertoire unserer Spielfigur Lo Wang, das eh schon ziemlich umfangreich war, unter anderem um einen Greifhaken und die Fähigkeit, an Wänden zu laufen, erweitert. Unsere Aufgabe ist es nun, einen versehentlich freigelassenen Drachen wieder einzufangen. The Division Heartland ist ein Spin-off der bekannten Shooter-Serie von Ubisoft, das als Free-to-Play-Titel angekündigt wurde. Bei der Vorstellung wurde betont, dass es sich um ein Standalone-Spiel handelt, das ein eigenes Setting hat und eine neue Perspektive auf das Division-Universum bieten soll. Viel mehr Details über Inhalt und Gameplay wurden allerdings noch nicht geteilt. Spielmechanisch soll sich einigen Leaks zufolge aber wohl nicht viel ändern. Wir ziehen also wie gewohnt alleine oder zu viert los und schießen auf Gegner mit Lebensbalken, um bessere Ausrüstung zu bekommen. Nachdem es ursprünglich noch für 2021 geplant war, wurde Heartland inzwischen auf das nächste Geschäftsjahr, also auf irgendwann zwischen April 2022 und März 2023 verschoben. In A Plague Tale Requiem wird die düstere, spannende Geschichte der Derünen-Geschwister Amicia und Hugo weitererzählt. Auch dieses Mal sind wir wieder auf der Flucht durch das mittelalterliche Frankreich. Nachdem wir im ersten Teil der Rattenpest, der Inquisition und englischen Soldaten entkommen sind, geht es jetzt weiter in den Süden mit der Hoffnung auf einen Neuanfang. Allerdings ist da ja auch noch Hugos Fluch. Der gibt ihm die Kontrolle über einen gewaltigen Rattenschwarm, den wir im Trailer wie Flutwellen durch die Spielwelt toben sehen. Auch dieses Mal stehen Schleichen und Rätseln wieder im Vordergrund. Ausgerüstet mit einer richtigen Armbrust statt nur einer einfachen Steinschleuder, werden wir uns aber auch häufiger im Kampf behaupten müssen. Crimson Desert von Pearl Abyss sollte ursprünglich ein MMORPG werden, das die Geschichte vor den Geschehnissen des vom gleichen Studio kommenden Black Desert Online erzählt. Dort hätten wir einen eigenen Charakter erstellt und uns als Söldner dem Helden Macduff angeschlossen.
Im Laufe der Entwicklung hat sich die Marschrichtung aber grundlegend verändert und statt eines MMOs ist jetzt ein storygetriebenes Action-Adventure mit Multiplayer-Anteil daraus geworden. Nun schlüpfen wir selbst in die Haut von Macduff und führen unsere Bande durch die raue Fantasy-Welt Pirwell. Der Untertitel des Spiels ist A Tale Written in Blood. Wir dürfen also wohl eine entsprechend düstere Story erwarten. Im Multiplayer-Modus Another Journey, der organisch mit dem Singleplayer-Teil verbunden sein soll, wird es dann auch Raids, PvP und andere Live-Contents geben. Das Third-Person-Survival-Horror-Game The Callisto Protocol hat ein eher unerwartetes Setting, das PUBG-Universum, allerdings in ferner Zukunft. Unsere Hauptfigur ist ein Insasse einer Gefängniskolonie auf einem der Monde des Jupiter, dem namensgebenden Callisto. Statt aber reumütig unsere Strafe abzusitzen, rutschen wir mitten in eine Alien-Invasion, die ausgerechnet der Gefängnisleiter angestoßen zu haben scheint. Für den Horrorfaktor sorgt Studiogründer Glenn Schofield, der zuvor für die Dead Space-Reihe verantwortlich war. Über Zelda Breath of the Wild 2 ist noch nicht viel bekannt. Tatsächlich nicht einmal der Name, denn den verschweigt uns Nintendo noch, da er wohl schon zu viel über die Story verraten würde. Nachdem wir zu Nintendo Direct im Rahmen der E3 2019 mit einem ersten winzigen Teaser heiß gemacht wurden, gab es 2 Jahre später endlich einen richtigen Trailer, der sogar schon Gameplay enthält. Allerdings wirft der mehr Fragen auf, als er Informationen preisgibt. Wir kehren zwar wieder in das gewohnte Hyrule zurück, das ist aber durch schwebende Inseln um ein ganzes Stockwerk erweitert worden. Auch bekommen wir einen ersten Blick auf neue Waffen und Fähigkeiten. Doch was ist mit Link's Arm passiert? Es wird auf jeden Fall wieder eine Menge zu entdecken geben und wir dürfen uns wohl auch auf klassische Dungeons freuen. Homeworld gilt als einer der Urväter der dreidimensionalen Echtzeitstrategie. Ende 2022 soll nun, 19 Jahre nach Teil 2, der dritte erscheinen. Den planetaren Prequel-Ableger Homeworld Deserts of Karak mal nicht mitgerechnet. Endlich dürfen wir uns wieder wie früher in klassische Weltraumschlachten mit gewaltigen Kreuzern und kleinen Formationen aus Raumjägern dazwischen begeben. In der Kampagne soll auch die Geschichte aus den Vorgängern weitererzählt werden. Wer die Serie früher geliebt hat, darf sich darauf freuen, den ein oder anderen Namen in den Credits wiederzuerkennen, denn das Studio Blackbird Interactive setzt sich aus einigen ehemaligen Relic-Mitarbeitern zusammen, die an den älteren Titeln mitgearbeitet haben. Scorn ist kein Wohlfühlspiel. Das Survival-Horror-Adventure wurde maßgeblich von H.R. Giger, dem kreativen Kopf hinter dem Monster-Design aus dem Science-Fiction-Klassiker Alien, inspiriert und schon die ersten Trailer zeigen gleichermaßen beeindruckende wie beunruhigende Kulissen. Scorn wird in der First-Person-Ansicht gespielt, sodass wir das hautlose, humanoide Wesen, das wir sind, nicht so oft zu Gesicht bekommen. Aber keine Bange, es gibt genug techno-organische Seltsamkeiten, die in der Welt auf uns warten. Alles, was uns an den Kragen will, wird mit organisch anmutenden Waffen verscheucht, wobei wir uns nicht einig sind, was von beiden fieser aussieht. Die Waffen oder die Feinde? Das Echtzeitstrategiespiel Company of Heroes 3 schickt uns in der Rolle der Alliierten an die Fronten Italiens und Nordafrikas während des Zweiten Weltkriegs. Anders als in den Vorgängern können wir jetzt die taktische Pause nutzen, mit der wir die Schlacht anhalten und unsere nächsten Schritte in Ruhe aneinanderreihen können. Die Zerstörungsmechaniken wurden general überholt und sollen jetzt sehr viel detaillierter und kleinteiliger ausfallen. Neu ist außerdem eine Art Regionskarte, die die streng lineare Story-Kampagne ersetzt. Von der aus können wir die nächste Mission wählen und je nach eigenen Erfolgen und Niederlagen verändern sich dann die Frontlinien auf der Karte. Final Fantasy XVI sah im ersten Trailer beinahe wie ein Witcher-Spiel aus. Anders als die zuletzt erschienenen Spiele finden sich hier keine Cyberpunk- oder Sci-Fi-Elemente, sondern ein klassisches High-Fantasy-Setting. Königreiche, Prinzen, Leibwächter, Kristalle und Magie sind allesamt mit von der Partie. Was jedoch ganz wie in den Vorgängern bleibt, ist das actionorientierte Kampfsystem. Rundenbasierte Taktikkämpfe gibt es nicht mehr. Aber keine Sorge, für alle, die keine Lust auf Action haben, soll es einen Story-Modus geben, der die Kämpfe auf jeden Fall schaffbar macht.
Außerdem soll Hauptfigur Clive Rosefield einen umfangreichen Fähigkeitenbaum besitzen, der einzigartige und persönliche Anpassungsmöglichkeiten bietet. Wie das aussieht, erfahren wir spätestens zum Release. In Obsidians neuem Rollenspiel Avowed kehren wir in die aus Pillars of Eternity bekannte Welt Eora zurück. Statt aber aus der klassischen isometrischen, steuern wir unsere Spielfigur dieses Mal direkt aus der First-Person-Perspektive. Offiziell ist noch nicht allzu viel bekannt über das neue Spiel. Durch das, was wir über die Spielwelt schon wissen, können wir uns aber das ein oder andere zusammenreimen. So sind die Gottheiten von Eora keine fremden, übernatürlichen Wesen, sondern von einer uralten Zivilisation künstlich erschaffene Kreaturen, die auch mit den Bewohnern der Welt kommunizieren und direkt ins Geschehen eingreifen. Wichtig ist auch der Kreislauf der Wiedergeburt, der auch in Avowed eine entscheidende Rolle einnehmen wird. In Suicide Squad Kill the Justice League schlüpfen wir ausnahmsweise mal nicht in die Schuhe unserer geliebten Helden Superman, Flash und Co. Ganz im Gegenteil, die sind nämlich unter der Kontrolle von Brainiac durchgedreht und müssen in der Open World von Metropolis gestoppt werden. Und wer würde sich besser dazu eignen, Jagd auf sie zu machen, als die berühmt-berüchtigten Super-Schurken der Welt? Dieses Mal dürfen wir die übermenschlichen Kräfte oder einfach nur den Wahnsinn von Deadshot, Harley Quinn, Captain Boomerang und King Shark nutzen, um uns den übermächtigen Helden zu stellen. Das können wir allein tun und dann jederzeit zwischen den Figuren wechseln oder im Koop, wo jeder eine zugewiesen bekommt. Eine der größten und bekanntesten Marken der Welt bekommt 2022 ein neues Videospiel. Der Herr der Ringe Gollum vom deutschen Entwickler Daedalic erzählt nicht die Geschichte der Gefährten oder unsere eigene Heldenreise, sondern beleuchtet eine andere Kreatur, die sonst viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommt und doch so wichtig für die Geschichte des einen Rings ist. Gollum. Im Spiel stehen Schleich-, Kletter- und Sprungpassagen im Vordergrund. Wie auch im Film wird Gollum keine besonderen Werkzeuge oder Fähigkeiten einsetzen und sich vor Kämpfen eher in Acht nehmen. Der Spielverlauf soll durchsetzt sein von Entscheidungen, die die gespaltene Persönlichkeit Gollums verdeutlichen. Erstmals vorgestellt wurde Senua's Saga Hellblade 2 im Rahmen der Game Awards 2019. Damals wurde die Fortsetzung des gefeierten Action-Adventures, das die Geschichte der von Trauer und schweren Psychosen gequälten Kriegerin Senua erzählt, mit einem ersten Trailer präsentiert, der damals schon großen Eindruck hinterließ. Zu den Game Awards 2021 gab es nun auch endlich erste Gameplay-Szenen zu sehen, die eine spannende, düstere Spielwelt mit neuen, bedrohlichen Gestalten aus der Mythologie versprechen. Ark Raiders ist das erste Spiel von Embark, einem neuen Entwicklungsstudio, das vom ehemaligen Chefentwickler Battlefields, Patrick Söderlund, gegründet wurde. Bei dem Third-Person-Shooter handelt es sich um ein Koop-Action-Spiel, das auf viel Teamwork setzt und uns gegen KI-Feinde kämpfen lässt. Unsere Welt wird von fremdartigen Maschinenwesen namens Ark vom Orbit aus angegriffen. Als Widerstandsbewegung namens Raider versuchen wir uns mit waghalsigen Manövern und improvisierter Ausrüstung zu verteidigen. Ark Raiders erscheint 2022 kostenlos für PC, PlayStation 5 und Xbox Series. Scout ahead. Am 10. Februar 2022 erscheint der Story-Modus für Crossfire X, der von Remedy Entertainment, den Machern von Control, Alan Wake und Quantum Break, umgesetzt wird. Crossfire an sich ist ja eigentlich ein Online-Shooter, der schon seit 2009 international verfügbar ist. Mit Crossfire X wurde 2020 eine Neuauflage des Spiels auf die Xbox-Konsolen gebracht. Der Story-Modus von Remedy erscheint im Februar bei uns erstmal nur für Xbox One sowie Xbox Series X und S. Allerdings hat das Studio auch für Crossfire HD, das Remaster für den PC, das bisher nur in China verfügbar ist, mit Operation Frost zusätzlich einen 3-Episoden langen PvE-Story-Modus entwickelt. Ob und wann wir auch im Westen davon profitieren dürfen, ist noch nicht bekannt. Das Survival-Crafting-Spiel Nightingale, das vom ehemaligen BioWare-Chef Aaron Flynn entwickelt wird und 2022 in den Early Access startet, setzt auf ein ungewöhnliches Setting. Es schickt uns nämlich in eine alternative und deutlich fantasievollere Version des 19. Jahrhunderts.
Dort gibt es fantastische Kreaturen und Monster, denen wir uns als sogenannte Realm Walker entgegenstellen können. Wir können durch Portale sogar gleich in mehrere verschiedene Welten, die unterschiedliche Biome und Gegner für uns bereithalten, wechseln. In der Shared World treffen wir auch auf andere Spielerinnen und Spieler, können gemeinsam Dörfer bauen oder uns gegen gewaltige Monster zusammentun. Dune 2 von den Erfindern von Command & Conquer war in den 90ern einst einer der allerersten Vertreter der Echtzeitstrategie. Bis heute sind die Einflüsse des Klassikers auf das Genre deutlich spürbar. Mit Dune Spice Wars kehrt das Franchise in den fähigen Händen der Northgard-Macher zu seinen Strategiewurzeln zurück, dieses Mal jedoch als 4X-Spiel, in dem neben Gefechten auch Diplomatie, Handel und Globalstrategie wichtige Elemente sind. Dune Spice Wars soll 2022 auf dem PC in den Early Access starten. We Fremen have a saying, God created Arrakis to train the faithful. Arrakis to hold Arrakis. Ihr seht, 2022 wird ein fettes Spielejahr. Welches Spiel könnt ihr kaum erwarten? Schreibt es uns in die Kommentare.